Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Zimmermann, bin fast geneigt, auf Ihre Rede einzugehen, aber ich werde dem widersprechen. Ich habe mal gerade schnell nachgeguckt, wie viele Nebenjobs Frau Dr. Wagenknecht hat. Wir müssen, glaube ich, dann doch noch was an den Diäten tun. Wenn sie so viel nebenbei noch verdienen muss, das ist ja doch eine schwierige Angelegenheit. Meine Damen und Herren, Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik der Union organisiert sich und hat zur Grundlage die Grundprinzipien der christlichen Soziallehre, die Personalität, also die Anforderung, dass die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht, aber auch zunächst jeder das tut, was er kann, um mit seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt für sich und die Seinen zu verdienen. Das Prinzip der Subsidiarität, da geht es um die Frage, dass der die Hilfe dabei benötigt, diese Hilfe auch bekommt, und um das Prinzip der Solidarität. Das heißt, der dringend auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen ist, die auch erlebt und auch bekommt. Es geht aus unserer Sicht um Teilhabe und um Chancengerechtigkeit. Meine Damen und Herren, der Haushalt, den die Bundesarbeitsministerin vorgelegt hat, der Haushalt, den wir jetzt verabschieden, spiegelt dies in zahlreichen Punkten sehr konkret wider. Meine Damen und Herren, in der letzten Zeit hat das Thema Alterssicherung eine riesige Welle geschlagen. Und sie schlägt es immer noch. Die Bundesarbeitsministerin wird ja morgen ihr Konzept vorstellen. Und dann werden wir schauen, wohin der Weg aus Ihrer Sicht gehen kann. Ich sage Ihnen, Grundlage der Alterssicherung, ob das die umlagefinanzierte Rente, die private Altersvorsorge oder die betriebliche Altersvorsorge ist, bei der wir übrigens gerade dabei sind, viel zu unternehmen, alles dies steht unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der Wirtschaft, aber eben auch unter dem Gesichtspunkt der Demografie. Unter diesem Gesichtspunkt kann sich kein Altersrentensystem, egal wie man es organisiert, der Situation entziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben, dass wir die guten Zahlen vorlegen können, wie wir sie jetzt haben, und dass sie eine gute Perspektive bringen. Der Kollege Fischer hat vorhin darauf hingewiesen, das sind Perspektiven, wo man dann sagen kann, darauf kann man Arbeitsmarkt und Sozialpolitik hin gut organisieren. Und weil wir eine hohe Beschäftigung haben und weil wir hohe Einnahmen haben und weil wir übrigens exzellente Tarifabschlüsse haben, haben wir auch entsprechende Einnahmen und Rücklagen im Bereich der Rentenversicherung und haben wir ein relativ gutes und stabiles System. Die Diskussion der Altersvorsorge, die Diskussion, wie denn die Menschen in Zukunft im Alter leben können, wird im Augenblick in einem Stil geführt, als wäre die Rentenversicherung völlig durch den Wind. Das ist unerträglich. Wir machen den Menschen Angst. Es stimmt hinten und vorne nicht. Bis 2030 sind die Dinge geregelt. Alle Zahlen sind besser, als wir vorher prognostiziert haben. Sowohl die Rücklage als auch der Beitragssatz als auch das Renteniveau, das jetzt auf 48 bzw. Perspektive auf 48,1% ansteigt. Die Kolleginnen und Kollegen von den Linken rechnen immer mit der Situation heute, rechnen die Situation heute hoch, als würde sich nichts tun, kennen überhaupt keine mathematische Dynamik in dem System, und deswegen muss das Ganze immer so grausig aussehen, wie Sie das bezeichnen und darstellen, damit das in Ihrem unerträglichen Weltbild passt. Meine Damen und Herren, wir haben innerhalb der Rentenversicherung klare Grundlagen. Ich will voraussagen und sehr deutlich sagen, die umlagefinanzierte Rente ist kein Instrument zur Bekämpfung der Altersarmut. Die umlagefinanzierte Rente ist ein Versicherungssystem, in das man einzahlt und aus dem man Beiträge herausbekommt. Alles das, was wir den Menschen geben können, damit sie eine Grundlage haben und später von ihren Alterseinkünften noch leben können, wird nicht grundgelegt in der Rente. Es wird grundgelegt in der Erziehung, es wird grundgelegt in der Bildung, es wird grundgelegt in einer guten Qualifizierung und damit verbunden in guten Arbeitsplätzen, die hinterher zu Einnahmen führen, dass man hinterher davon leben kann. Meine Damen und Herren, wir haben zur Sicherung der Rente und die Diskussion, die wir im Augenblick führen, natürlich viele Fragen zu lösen, und zwar für die Zeit ab 2030 bis 2045 oder bis 2050, solange man so weit schauen kann und die Dinge so weit ansehen kann.
Was aber nicht geht in der gesamten Debatte, ist eine Diskussion unter der Hauptüberschrift auf keinen Fall. Auf keinen Fall darf das Rentenniveau sinken, auf keinen Fall darf der Beitragssatz steigen, auf keinen Fall darf der Zuschuss zur Rentenversicherung steigen, auf keinen Fall darf das Regeleintrittsalter in die Rente steigen. Mit diesen Fragen kriegen wir das System der deutschen Rentenversicherung nicht gelöst. Und deswegen rate ich dringend dazu, orientiert an der Frage an der Gerechtigkeit der Generationen, diese Frage anzugehen, ohne Schaum vor Mund, mit vernünftigen Annahmen, dass es finanzierbar bleibt für alle, für die zukünftige jüngere Generation, die den Beitrag bringt, für die ältere Generation, dass sie davon leben können, für alle Beteiligten an diesem System. Und ich bin sicher, dass wir das dann ordentlich lösen können, und zwar gemeinsam mit der Frage der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Meine Damen und Herren, ich will einige Sätze sagen, schnell zum Zuschuss der Rente. Wir geben in der Tat 98 Milliarden Euro, so steht es im Haushalt, für die Rente aus. Davon sind 7,2 Milliarden Euro Grundsicherung im Alter. Die ziehe ich jetzt einmal ab. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auf einmal im Haushaltsplan der Rente, da liegt mir sehr viel dran, 13,2 Milliarden Euro für die sogenannten Kindererziehungszeiten oder einschließlich dem Punkt, der dazugekommen ist, die Mütterrente. Und diese 13,2 Milliarden Euro decken im Jahre 2017 die Ausgaben. Die Geschichte, dass die Mütterrente und der zusätzliche Punkt ausschließlich finanziert wird vom Beitragszahlern, sowohl der Arbeitgeber als auch der Versicherten, ist ein Mehr. Da gehen mindestens so viele Bundeszuschüsse rein, und die werden wir im Jahre 2018, so ist es vereinbart, um weitere 2 Milliarden Euro anheben. So haben wir das festgelegt, und so wird es denn auch kommen. Meine Damen und Herren, was ein wichtiger Punkt ist, ist die Frage natürlich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, was werden wir tun, damit die Menschen weiter gut in Beschäftigung bleiben. Und ich darf verweisen, dass wir im Rahmen der Verabschiedung der Flexirente in der Tat Instrumente verabschiedet haben, die den Menschen helfen sollen, in einer guten Beschäftigung zu bleiben, durch Prävention und durch eine gute Rehabilitation, dass wir die Menschen auf diesem Weg begleiten. Und ich sage Ihnen, uns treibt natürlich auch die Frage um, was machen wir mit der Situation der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und was ist zu tun, damit die Menschen wieder in Arbeit kommen. Und da hat die Bundesarbeitsministerin vorhin völlig zu Recht auf die Instrumente hingewiesen, die im Augenblick auch greifen. Das ist das Instrument der sozialen Teilhabe, das ist das Instrumentarium, wo wir die Menschen an die Hand nehmen. Die Frage, ob alleine durch Aktiv-Passiv-Tausch, wie wir das so schön sagen, oder durch einen verfestigten, organisierten sozialen Arbeitsmarkt diese Fragen lösen können, ist vielleicht auf dem Papier theoretisch gelöst. Aber die Frage, die wir uns beantworten müssen bei einem solchen System, was tun wir, dass Menschen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt finden? Wie halten wir die Situation so dynamisch, dass die Menschen auch den Weg dahin finden? Und wir entdecken, dass viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind, auch den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Unsere Aufgabe besteht darin, gerade diejenigen, die lange arbeitslos sind, zu begleiten mit Assistenz, mit Unterstützung, dass sie diesen Weg auch lange durchhalten und dass sie auch möglichst lange in Beschäftigung bleiben. An dem Punkt sind wir dran. Das läuft, das funktioniert. Und ich hoffe sehr, diese Hilfe funktioniert, dass sie dann auch auf Dauer gesehen die entsprechenden Früchte trägt. Was die Gesamtentwicklung angeht, will ich schnell auf zwei Punkte hinweisen. In der Tat stehen wir in der Debatte um Arbeit 4.0. Es geht um die Frage der Digitalisierung, und keiner kann richtig abschätzen, welche Wirkungen es denn de facto in welchen Bereichen hat. Nur eins steht fest. Es ist klar, dass es nicht ohne Weiterbildung und Qualifizierung ist. Und das ist nicht nur eine Frage des Staates. Das ist doch eine Frage der Betriebe, das ist doch eine Frage der Tarifpartner. An dem Punkt müssen wir alle zusammenarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung etwas ist, was wir nicht nur gut begleiten, sondern wo wir auch unsere Akzente deutlich setzen wollen. Ich nenne einen zweiten Punkt, der mich sehr wohl umtreibt. Das ist die Zunahme. Wir diskutieren ja gerade das Bundesteilhabegesetz intern, und das wird jetzt bald das Licht des Parlaments in zweiter, dritter Lesung erreichen. Wir diskutieren ja über die Frage der Zunahme an Menschen mit Behinderung. Und was mich umtreibt, ist die Frage der Zunahme der psychischen und der seelischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft.
Und ich sage Ihnen sehr deutlich, das ist nicht nur eine Frage, das ist nicht nur eine Frage der Betriebe und der Arbeitswelt. Das ist eine Frage der Entwicklung unserer Gesellschaft. Und deswegen will ich das in dieser Situation auch noch mal deutlich sagen, weil wir uns immerhin kurz vor dem ersten Advent und damit vor der Begehrlichkeit, möglichst lange sonntags alle Geschäfte zu öffnen, an der Stelle deutlich sagen. Ich halte es für unerträglich, wie wir in unserer Gesellschaft Leitplanken niederreißen, die den Menschen Hilfe und Orientierung geben. Und ich habe kein Verständnis dafür, nach Beliebigkeit, unabhängig von der Verfassungsfrage, die Sonntage als Ordnungstage in unserem gesellschaftlichen Ableben zur Disposition zu stellen. Und deswegen glaube ich, Herr Kollege, auch wenn das sehr wichtig ist, an dieser Frage gezielt weiterzuarbeiten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bin sicher, dass wir im nächsten Jahr den erfolgreichen Kurs der Bundesregierung und dieser Koalitionsfraktion fortsetzen. Ein wichtiger Aspekt, Herr Kollege, den Sie zum Schluss angesprochen haben. Trotzdem muss ich ein bisschen auf die Zeit drängen. Das Wort